Hier ist Annette, die Fauste von Evidia, und ich wünsche euch einen wunderschönen 4. September 2013. Heute laden wir euch ein in unsere Homöopathie-Lerngruppe über die Nachtschattengewächse. Und dazu solltet ihr auf evidia.de gehen und dort oben auf den Blog klicken. Dort findet ihr dann den Link, wie ihr dort in die Lerngruppe heute Abend um 21 Uhr kommt, zum Beispiel um diese Themen hier, Nachtschattengewächse, Hund und Wolf. Es gibt die guten Nachtschattengewächse, das sind die Tomaten, Paprika, Kartoffeln und so weiter. Und es gibt die etwas böseren, sagen wir mal so, wobei Wölfe natürlich auch nicht böse sind. Aber das sind dann Belladonna, die Tollkirsche, Hyoscyamus, das Besenkraut und Stramonium, der Stechapfel. Wir werden über die Themen der Nachtschattengewächse sprechen, und da sind zum Beispiel das hier Themen, die Gewaltsamkeit, das Gewaltsame, das Heftige, das Plötzliche macht die Nachtschattengewächse aus, und wir werden uns das alles genauer anschauen. Klickt also auf den Link, den ihr findet, um in die Gratis-Homöopathie-Gruppe zu kommen, und meldet euch dort an. Wenn ihr schon Mitglieder seid bei Elias, bei aufevidia.com, braucht ihr einfach nur einzuloggen und euch über das Magazin hier zu sehen, eben dann in dieser Gratis-Homöopathie-Lerngruppe einzuloggen. Ich melde mich jetzt mal an, und das könnt ihr mir auch nachmachen mit folgenden Zugangsdaten: Test und das Wort testen klein geschrieben. Bin dann hier drin und kann einfach dieser Homöopathie-Lerngruppe beitreten. So macht man das ganz einfach, beitreten, und dann kommt man zu den Inhalten dieser Lerngruppe. Wie ihr seht, findet ihr hier die Zugangslinks zu den Nachtschattengewächsen heute Abend um 21 Uhr. Aber ihr findet hier zum Beispiel auch eine PDF, eine homöopathische Hausapotheke und etliche Stunden von MP3 über verschiedene Mittel. Wir würden uns freuen, euch heute Abend dabei zu haben. Und dann werden wir gemeinsam auch all diese verschiedenen Themen der Nachtschattengewächse diskutieren. Das hier sind zum Beispiel Zusammenstellungen, wie sie von Shankaran kommen. Des Weiteren läuft bei uns Folgendes. Zum Beispiel gibt es heute im Intensivkurs die Auflösung des Falles zum Bewegungsapparat, zu finden auf Facebook. In dem Blog findet ihr die Verlinkung. Ihr könnt teilnehmen an einer Probestunde im Grundkurs. Wir beschäftigen uns heute mit Wirbelsäule und Rückenmark, beziehungsweise gehen weiter auch im Thema. Und dabei besprechen wir dann auch die Untersuchungsmethoden, zum Beispiel Schober und Ott. Wie ihr eine Probestunde im Grundkurs buchen könnt, das steht auch in dem Blog auf evidia.de. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich auf euch heute Abend, wenn wir gemeinsam über die Nachtschattengewächse sprechen.